Wir sind heute hier in Leikerwart beim Zirkus Horlekin und zwar findet hier diese Woche Kinderwoche statt. Wir sind eingeladen worden, die Probe einmal mitzuverfolgen und ich sagte, wir gehen mal schauen, wie das hier abläuft. Der Zirkus Horlekin aus dem Berner Oberland zieht in dieser Saison schon zum 28. Mal durch die Schweiz. Wie jedes Jahr findet euch hier die beliebte Kinderwoche statt, wo junge Zirkusfreunde 6 Tage lang Zirkusluft schnuppern und mit den 8 Artisten dürfen trainieren. Nicole Bichler, wie nehmen dir die Kinderwoche wahr? Das ist ganz eine spannende Zeit, weil die 30 Kinder bei uns in den Ferien sind. Es ist so ein Ausgleich sonst zur Saison und es ist wirklich spannend, mit diesen Kiddies etwas einzustudieren, mit ihnen zu arbeiten. Und also wir vom Zirkus Harlekin und die Artisten, wir haben aber sehr viel Freude, wenn wir dann ihre Vorstellung am Samstag, am Ende dieses Lager dürfen schauen. Und es ist schön zu sehen, wie viel Interesse die Kinder im Zirkusleben entgegenbringen. Ja, darum sind wir motiviert, das immer und immer wieder zu machen. Und die Kinder haben hier die Möglichkeit, alles Mögliche zu lernen. Sie können auslesen, was sie diese Woche machen wollen. Genau, also ich habe das Gefühl, wir haben hier im Lager sehr ein grosses Angebot. Es geht über Luftnummern, verschiedene Luftnummern, über akrobatische Nummern, Balance-Nummern, wie Seiltanzen, Rolla-Rolla, Kugellaufen, über komische Nummern, wie Comedy, Glon-Nummern und auch Tierli. Also sie können bei uns auch mit unseren Tierli arbeiten, die wir haben im Zirkus, mit den kleineren Nummern, mit den grossen. Nee. Und dann zeigen wir ihnen Anfangswoche, was wir alles haben und dann dürfen sie sich für 3 Sachen einschreiben, die sie intensiv trainieren. Emily, du bist hier im Zirkus Harlekin in der Kinderwoche dabei. Machst du das zuerst mal? Nein, ich glaube, es ist mein 3. oder 4. Mal. Also ich bin halt, als ich glaube 9 war, das erste Mal hierher gekommen. Und es war mega cool, man konnte so mega viel lernen. Bist du schon ein halber Profi? Ja. Was machst du hier in dieser Woche? Für was hast du dich eingeschrieben? Also für Gerätturnen. Dann für Akrobatik und Pyramide, das ist also zusammen. Dann für das Tuch. Dann noch für einfach Seilpumpen, so mit dem grossen Seil. Und noch tanzen. Und hast du keine Angst, wenn du also von der Manege am Brie hängst? Nein, eigentlich nicht. Das ist einfach mega cool, wenn die Leute zuschauen können. Und so. Was die talentierten Teilnehmer und Nachwuchsartisten während der ganzen Woche haben erarbeitet, zeigen sie auch am Samstag, 11. Juli, im Zirkus Harlekin zu Leikerwart. Sie werden auch in eine zauberhafte Zirkuswelt mitnehmen, die für sie während der Woche zur Realität geworden ist.